ich bin Frank Heidhausen und ich begleite heute den Marcel. Wir sind in einem Workshop in Karlsruhe. Marcel baut gerade sein spektakuläres Set hinter mir auf. Alle gut gelaunt, ein wunderbarer Tag, irgendwann im November. Hier sind nicht warm, oder? Stehen draußen im T-Shirt, unterhalten uns ein bisschen über Rhythmus, über Patterns, über Stimmen, über Musik, über unser Leben. Welcome to the show, Marcel. Danke. Eine geile Show. Danke. So mit 2 Jahren. Genau, mit 2 Jahren. Mit 2 Jahren. Bitte. Da war ich froh, wenn ich meinen Spinat aufgegessen bekommen habe. Oder so irgendwas. Ja, ich hatte halt Glück, dass ich einen Onkel habe, der auch Schlagzeuger war. Ist leider vor kurzem gestorben. Aber mein Bruder ist 5 Jahre älter und war auch interessiert. Okay. Halt in Schlagzeug. Und mein Onkel kam eigentlich vorbei für meinen Bruder. Die war damals 7, um die Sachen zu erklären. Und ich habe einfach nur mitgeguckt und mitgemacht und habe immer selber mehr gespielt. War für mich wie Spielzeug. Wir sitzen hier gerade backstage bei den Trommeltagen in Karlsruhe im Rockshop. Du bist unglaublich viel unterwegs. Ja, genau. Schweiz, Österreich, Deutschland, Benelux. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde, also auch an Herrn Schill. Ja, bitte. Ihr seid doch so viel auf Tour. Also ich habe meinen Plan schon gefunden. Was macht ihr mit den ganzen Sanifair-Bons? Vielen. Genau. Also ich lieb's einfach. Weißt du, so, wenn ich von Tour zurückkomme, dann hole ich mir einmal eine Flasche Jack Daniels in der Tanke. Wie fängt ein Drummer, ein Schlagzeuger an, einen Song zu schreiben? Wenn ich anfange, einen Song zu schreiben, es hat unterschiedliche Wege. Manchmal höre ich eigentlich vorher alles schon tatsächlich im Kopf und versuche das einfach hinzukriegen, dass ich es spielen kann. Manchmal gibt es leider auch, manchmal habe ich nur einen Teil davon und versuche es dann zu erweitern. Und ich schreibe manche Sachen auch eigentlich eher wieder auf Klavier und übersetze die dann wieder. Zurück auf den Hang zum Beispiel. Auf dem Klavier kannst du harmonisch natürlich wieder ohne Ende Sachen machen und dann kommt auch nicht immer zu guten, sag ich mal. Nicht in dem Konzept, wo drin ich arbeite. Weil ich versuche halt bestimmte harmonische Strukturen minimalistisch halt darzustellen, weil ich natürlich auch die Rhythmik noch da habe, dann mein Gesang noch da ist und das Ganze irgendwie Balance sein muss, also gleichgewicht sein muss. Wie heißen die Bockschüsseln nochmal? Ein Hang. Hang? H-A-N-G. Und das sollte wohl Dialekt sein in Bern für Hand. Wie stimmst du dein Schlagzeug? Letztendlich einfach auf meine Ohren. Ich lege da kein Stimmgerät oder so dazu, aber es ist schon eher in Terzen oder Quarten gedacht. Es liegt auch ein bisschen an den Saal, es liegt auch ein bisschen, was für Musik ich spiele. Und sogar eigentlich live und Studio macht auch nochmal einen Unterschied. Im Studio kann man etwas mit engerer Stimmung arbeiten, was live manchmal zu viel verwirrt und verwischt. Dann kannst du besser in Quarten oder so stimmen. Marcel van Cleef, glaub nicht an Overheads. Glaub nicht an Overheads. Doch, eigentlich schon. Ich glaube eigentlich eher an Overheads als Close Miking, wenn es darum geht. Okay. Vorteil bei Overheads ist, dass ich selber meinen Klang bestimmen kann.
wie ich es, wenn die Rufe jetzt gut positioniert sind, hört der Zuhörer genau, was ich höre. Close-Miking ist für mich immer gefährlich, weil auch jemand dann entscheiden kann, wie laut ein bestimmter Trommel ist. Ob ich die jetzt leise spiele, kann er ihn hochschieben. Wenn ich ihn laut spiele, kann er es runterdrehen. Das sind so Sachen, dass dann kann ein Tontechniker viel mehr mit deiner Musik machen, als du vielleicht willst. Mal ganz ehrlich, sind Schlagzeuger die Physiker unter den Musikern? Ist doch mehr so ein Schwein-Erber-Prinzip, oder? Ja, genau. Die fünf besten Schlagzeugplatten aller Zeiten. Fünf beste Schlagzeugplatten aller Zeiten. Oh, das ist schwierig. Würde ich gar nicht wissen. Okay. Ich bin auch nicht ein Schlagzeuger, die viele andere Schlagzeuger in dem Sinne analysiert. Wenn ich sie begegne oder Sachen davon höre, hört mir das auch richtig an, aber ich forsche nicht. Ich gehe auch nie auf die Suche, muss auch nicht die letzten Platten von weiß ich wem haben. So stecke ich gar nicht drin. Wenn ich es irgendwie auf dem Weg oder ich lese etwas drüber, bin ich interessiert, dann kann es mal passieren, dass ich das auch interessant finde und so eine Platte kaufe. Aber es ist nicht so, dass ich da ständig mit Schlagzeuger oder eigentlich gar nicht sogar. Ich kenne von den meisten Liedern auch eher den Text, den Songtext, als den Drum Groove. Weil meistens denke ich da gar nicht drüber nach. Und wenn man dann zumal so einen Song zum Beispiel spielen muss, irgendwie mit einem Sänger oder Sängerin oder irgendwas, wenn man das meist logisch und zu dem Song spielt, ist es 99% den richtigen Groove. Weil auch ein guter Schlagzeuger es eingespielt hat, die wird schon den Song auch meistens nicht total verrückt spielen. Es wird irgendwie so passen. Meine absolute Lieblingsfarbe. Frage, um Interview zu beenden. Was würdest du gerne erfinden? Ein Aufzuputzen. Ein Schlagzeug, was man aufpusten kann. Einfach ganz kompakt. Self-inflatable Drumset. Ja, das würde ich gerne. Wow. Genau. Ich liebe ja mein Instrument und es ist auch wunderschön, wenn es einmal steht, aber es ist zu groß und zu schrecklich eigentlich, um mitzuschleppen. Aber ich mache es trotzdem immer wieder gerne, weil es schon Spaß macht, da drauf zu spielen.